Hallöchen zurück und mal schauen, was wir diesmal so erreichen. Nicht, dass wir hier schon in wenigen Folgen dann durch sind. Wir sind ja gerade erst am Anfang der dritten Folge. Und wir müssen natürlich auch nach der Nahrung gucken, die jetzt natürlich dramatisch nach unten gehen wird. Das heißt, wir sollten uns sogar überlegen, irgendwo ein wenig Nahrungsproduktion aufzubauen. Wie sieht es mit der Fruchtbarkeit aus eigentlich auf diesen Inseln? Sehen wir nicht. Ach doch, okay. Tabak war ein Traum zu bauen. Ganz. Kakaobaumwolle-Gewürze, das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ich glaube, ich werde noch einmal zu dieser Insel segeln. Und wieder schnell machen, selbstverständlich. Ja, entschuldigt auch, dass ich nicht so sehr laut rede dieses Mal. Das hat mehrere Gründe. Unter anderem habe ich meinen, ja, nicht Pop-Up-Killer, sowas Professionelles habe ich nicht. Also wie so, trotzdem so wie so ein Schutz gegen solche lauten Geräusche. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Den habe ich vergessen. Hier ist auch nichts Besonderes. Gut, dann machen wir mal hier. Errichtet ein größeres Gotteshaus. Ja. Außerdem bin ich noch ein klein wenig erkältet, auch wenn es mir mittlerweile schon wieder etwas besser geht. Einen Galgen. So, jetzt müssen wir gucken, was wir hier Schönes bauen. Auf jeden Fall brauchen wir hier Gewürze. Das ist alles so klein. Zack. Dann konnte man hier doch irgendwie auch Brücken bauen. So. Ja. Warte mal, bis die fertig sind. Es fehlt an Nahrung. Oh mein Gott. Hallo. Langsam erstmal. Dann werde ich, wenn die eigentlich eine Auslastung, naja, wenn die sich überlappen. Ich hatte es geahnt. Was macht man da jetzt? Dann baue ich mal hier vorne noch ein. Es fehlt an Nahrung. Ja. Ich baue ja schon was hier, mein Mann. So. Dann kümmern wir uns hier natürlich auch noch um Nahrung. Schon fertige Gewürze dann. Ja. Okay. Nahrung können wir auch noch hier durchbekommen. Das ist wahrscheinlich dann die effektivste Variante. Drüben lasse ich lieber mal den Platz. Bauen wir hier unsere Straße weiter. Inklusive Brücke.
Und noch eine Fleischerei. Dahin. Ja. Können wir hier ja auch nochmal einen Fischer bauen eigentlich. Mal gucken, komme ich da irgendwie hin, nur wenn ich ihn so baue. Dann hoffen wir mal, dass er trotzdem einigermaßen effektiv da Nahrung scheffelt. Zack. Und zurückdrehen, okay. Ach, weil ich ja noch gucken wollte. Effektivität liegt bei 51%, das heißt, wir müssen eigentlich noch eine zweite bauen. Ich schätze mal, das gleiche wird hier passieren. Deswegen baue ich einfach mal noch eine zweite. Ich weiß, dass die sich jetzt ein wenig überschneiden. Das tut mir leid. Ist jetzt nicht zu ändern. So, Weg. Ich hoffe mal, dass ich das jetzt hier ausbaue. Was ich natürlich nicht kann. Egal. Was produzieren wir hier? Okay. Werde ich jetzt mal noch mehr. Nein, das ist so anders. Dann werden wir da jetzt irgendwie mal gucken, automatische Handelsrouten festlegen gegen hier. Eure Nahrungsvorräte gehen zur Neige. Ah, wie ging denn das? Auf jeden Fall lade ich das jetzt hier erstmal alles aus, was ich nicht kann. Jetzt aber. Nein. Die Richtung. So, jetzt schauen wir mal. Handelsziel auswählen. Das da, okay. Nahrung auf das Schiff laden und... Nein. Und Gewürze auf das Schiff laden. Dann... Ziel auswählen. So. Nahrung... Auf das Schiff... So geht das. Okay. Ja. Und nun? Eure Nahrungsvorräte gehen zur Neige. Einschalten. So, okay. Und hier schon der Mob drauf und dran, hier alles niederzureißen? Nein. Friedliches Anno. Oh, die sehen ja schick aus. Hier können wir jetzt auch die Steuern erhöhen. Ein Badehaus sorgt für Hygiene. Ja. Wir brauchen kein Badehaus. Nein. So. Eine sehr schöne positive Bilanz haben wir jetzt hier, die mich gar sehr freut. Dann eine Weberei, okay. Eine fette Kirche, die natürlich mordsmäßig viel Platz braucht. Aber Stoffe sind Mangelware. Holy shit.
die deckt wirklich eine ganze Insel ab. Baumwollkakao. Aha. Okay. Interesting. Fast der Meinung, dass wir auch noch Stoffe hier produzieren müssen. Bei der doch 4. Okay. Produzieren wir hier auch noch Stoffe. Baumwolle hat die auch 100%. Wenn ich nicht ganz falsch liege, kann man aus Baumwolle ja dann auch ja genau, Wolle. Sehr gut. Zack. Dann macht die. Okay. Da bauen wir mal noch eine gleich dahin. Okay. Wie verbinden wir das jetzt? Das ist jetzt blöd. Können wir... nein, falsche Richtung. So. Müssen wir das leider so bauen. Ah, Flüsse können doch nerven. Gut, dann... Wie war es so rum genau? Auslastung ist jetzt noch nicht so doll. Na, die wächst bestimmt noch. Hoffe ich. Automatische Handelsroute festlegen. So. Hier können wir jetzt wirklich nicht mehr machen. Was passiert, wenn ich jetzt hier mache? Nochmal dieses Ziel. Und das will ich Wolle einladen. Und jetzt nehme ich dieses Ziel und will Nahrung ausladen und das ausladen. So, jetzt will ich nochmal dieses Ziel und möchte Stoffe ausladen. Okay. Schon Stoffe dabei oder noch nicht? Ja. Ah, jetzt ist er wieder eingeschalten. Alkohol ist auch gerade ein bisschen... Steuern runter. So. Es mangelt an Alkohol. Ja, ihr alten Säufer. Die Erzmine ist alle, oder was jetzt? Was soll das mir sagen? Muss ich das jetzt verstehen?
Alkohol geht zur Neige. Ja, Mann. Ich hab's verstanden. Oh. Freibeuter lauern euch auf. Ich dachte, wir spielen auf einfach. Und zwar möchte ich das ohne Piraten spielen. Da ich weiß, dass diese Piraten sehr, sehr nervig einfach nur waren. Oh mein Gott. Ich dachte, wir spielen auf einfach. Ist doch nicht auf einfach gespielt, oder wie? Fliehe, Schiff. Wie kann ich das Drecksschiff jetzt reparieren? So. Schiff reparieren lassen, okay. Mal wieder schnell jetzt Abwechslung. Ein Schiff wurde repariert. Ein Brand vernichtet eure Häuser. Nein! Janis ruht jetzt ein. Ja. Nein, es brennt. Es brennt, es brennt, es brennt, es brennt da. Ja, lass dir Zeit. Eine Feuersbrunst wütet in eurer Stadt. Nicht jetzt Blade. Da kommt er jetzt vermutlich nicht hin. Machen wir es eben so. Okay, also Fazit. Man braucht Straßen in Anno 1602. Und man braucht viel Alkohol. Wie geht es jetzt den Stoffen eigentlich? Immer noch knapp. Ihr werdet von Piraten angegriffen. Kann mal jemand die Fuck-Piraten ausschalten? Komm schon. Das sind feige Piraten. Mach sie kaputt. Du Handelsschiff. Komm schon. Gib's ihm. Yeah. And the winner is... The winner is... And the winner is... Schneller hier, ich will wissen, wer der Winner ist. The winner is me.
Okay. Nahrung haben wir jetzt sehr viel. Ein Konkurrent baut seine Städte aus. Okay. Das heißt... Aber wir haben noch gar nicht bei den anderen mal nachgeguckt. Okay, die setzen... Oh, oh, oh. Was haben wir denn da? Oh, die bauen auf jeder Insel dann. Okay. Oh, und der hat hier schon... Okay. Aber von der Zivilisationsstufe noch nicht so weit. Und der auch noch nicht. Also der einzige, der von der Zivilisationsstufe weit ist, ist der blaue. Der hat schon ein paar gute Häuser. Deswegen sind wir richtig fortschrittlich. Irgendwie funktioniert hier unsere Mine nicht. Ich verstehe es nicht. Ist die alle und ich habe es nicht mitbekommen, aber irgendwie wird doch nicht angezeigt. Oh. Freibeuter lauern euch auf! Kann sein, dass das dezent nervt. So ganz dezent. Vorweg, Schiff. Oh mein Gott, das war knapp. Ein Schiff wurde repariert. Wir müssen dringend Kanonen bauen. Was wir an... Oh, Gold. Was wir anscheinend aber noch nicht können. Nicht genug Stein, okay. Wehe, du Pirat. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz hoch. So, sehe ich eigentlich überhaupt nichts. Dann mal jetzt mal ein bisschen Stein mitnehmen. So. Dann scheffeln wir ein bisschen Gold. Wobei wir Gold eigentlich im Moment gar nicht so nötig haben. Gewürze. Wir können aber noch keine Schiffe bauen, weil uns noch Kanonen fehlen, die wir noch nicht herstellen können. Das heißt, boah, sind die teuer. Eine Feuersbrunst wütet in eurer Stadt. Ah, da kommt, okay, du kommst dahin. Sehr gut. Ich mach den mal slow dann. So, dann hoffen wir jetzt, dass uns irgendjemand Kanonen verkauft. Ja,
Also der hat uns, glaube ich, gerade keinen verkauft. Zumindest. Zwei Beute lauern euch auf. Tschüss, bis zur nächsten Folge mit den Freibeutern in Anno 1602. Ciao. Gesichert.